Zlatan Comeback in Europa, Bayern beobachtet Nabil Fekir und Messi verletzt sich. Das sind die Themen des Tages. Mein Name ist Luka Jovic. Los geht's! Das ist keine Übung, Freunde. Alle mal entdeckt, denn Zlatan Ibrahimovic könnte tatsächlich nach Fußball Europa zurückkehren. Ja, eigentlich wollte er in der MLS locker langsam seine Karriere ausgleiten lassen, aber es ist Zlatan und dafür ist er zu gut. Und deshalb soll tatsächlich das hochverzweifelte Real Madrid Interesse an ihm haben. Ihr habt es vielleicht nicht mitbekommen, aber Cristiano Ronaldo hat Real Madrid im Sommer verlassen. Ja, ich weiß, ist schockierend. Aber noch viel schockierender ist die Erkenntnis, die bei Real Madrid gerade reift. Und zwar, wir können den gar nicht ersetzen. Ich meine, ja, Cristiano ist okay, aber scheinbar sind wir viel schlechter ohne den besten Fußballer der letzten 5 Jahre. Einen der besten, liebe Messi-Fans, einen der besten. Naja, wie auch immer, jetzt hat man sich überlegt, was machen wir jetzt? Wen können wir holen? Mariano Diaz? Das funktioniert nicht, der ist nicht gut genug. Wir haben 10 Tore weniger als Barcelona geschossen. Was macht denn Zlatan eigentlich? Ja, was macht Zlatan? Er zlataniert die MLS. 26 Torbeteiligungen in 25 Spielen und der Junge ist 37. Und ab Ende der MLS-Saison, Mitte Dezember, ist es durchaus möglich, einen Spieler auszuleihen. David Beckham ging ja auch damals von LA Galaxy zu Paris Saint-Germain. Ist also alles möglich. Und es soll auch der AC Mailand interessiert sein, aber ich sag euch Folgendes. Zlatan Ibrahimovic hat bei Juve gespielt, bei Inter, er war auch schon bei Mailand außerdem. Ihr hattet den schon, ist nicht fair. Bei Barca, bei Paris und bei Manchester United. Es gibt noch 2 Teams auf der Welt, wo ich ihn sehen will. Das ist der FC Bayern und das ist Real Madrid. Und wenn Real Madrid jetzt Interesse daran hat, ihn zu holen, dann verdammt nochmal, AC Mailand, lass dir die Finger von Zlatan. Meine Meinung. Ey, Alex, eins ist klar, ne? Es kommt sofort ein Trikot hier an die Wand. Und nein, das ist kein, das ist mein voller Ernst. An dem Tag, wo es bestätigt wird, bumm, Bestellung, wie sagt man, in Einkaufswagen, bam, Zlatan-Trikot. Der FC Bayern München soll offenbar Interesse an Nabil Fekir von Olympique Lyon haben. Der Chefscout des FC Bayern soll ihn Anfang Oktober vor Ort beobachtet haben und auch jetzt im europäischen Wettbewerb sollen Scouts des FC Bayern vor Ort sein. Nabil Fekir steht bei Lyon noch bis 2020 unter Vertrag, wäre allerdings im letzten Sommerjahr schon fast zu Liverpool gewechselt, da scheiterte der Transfer im letzten Moment an der Ablösesumme. Vorteil für den FC Bayern ist, Nabil Fekir hat denselben Berater wie Franck Ribéry, den kennt man ja inzwischen seit ein paar Jahren. Da könnten also die Verhandlungen relativ einfach sein. Auf der anderen Seite, in meinen Augen, ist Nabil Fekir eigentlich nicht das, was der FC Bayern unbedingt braucht. Also, versteht mich nicht falsch, ist ein richtig guter Spieler und ich würde ihn saugern in der Bundesliga sehen. Aber er kann zwar auf dem Flügel spielen, aber zu Hause ist er eigentlich im offensiven Zentrum. Da ist Bayern ja ganz gut besetzt. Vor allem spielen sie die Position gar nicht immer. Er kann also auf dem Flügel spielen, ist dann aber eher der Spielertyp wie ja, Emi Forsberg zum Beispiel, der immer wieder in die Mitte zieht und das Spiel übernehmen will. Naja, egal. Nochmal ganz kurz zurück zu Franck Ribéry. Der verpasst das Champions-League-Spiel gegen AEK Athen unter der Woche wegen einer Wirbelblockade. Leo Messi. Wir kennen den Jungen alle, seitdem er ungefähr 18 Jahre alt ist. Und ich habe lange zurück überlegt, ich kann mich nicht an irgendeine Verletzung von Leo Messi erinnern. Ich habe dann seid ihr auch nicht nachgeschaut, also wenn es eine gab, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall kann ich mich nicht erinnern, bis er am Wochenende gegen Sevilla extrem unglücklich stürzte und sich den Arm gebrochen hat. Jetzt fällt er so um die 3 Wochen aus. Gute Nachrichten für alle Barca-Fans, gegen Sevilla hatte man trotzdem gar keine Probleme. 4:2 Sieg, auch dank eines überragenden Marc-André Ter Stegen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ihr wisst ja, wo man Highlights findet, schaut es euch an, der Junge war bockstark. Wisst ihr noch, wie ich vor ein paar Wochen euch erzählt habe, dass der FC Barcelona ein neues Logo entworfen hat, das jetzt bald dann das offizielle Vereinslogo werden sollte? Es passiert nicht. Wir ziehen diesen Vorschlag zurück und werden uns nun einer gründlichen Reflexion über unser Erscheinungsbild widmen, ließ Barca-Präsident Josep Maria Bartomeu auf einer eigens einberufenen Mitgliederversammlung verlauten. Und dann noch ganz, ganz kurz nach Italien, zu Juventus Turin, genauer gesagt zu Emre Can. Der musste am Wochenende aussetzen, als Juve zum ersten Mal in der Saison überhaupt Punkte gelassen hat, wegen Problemen an der Schilddrüse. Und es wird sich im Laufe des Tages wohl ergeben, ob Emre Can sich sogar eine Operation unterziehen muss und wie lange er dann ausfällt. Updates dazu natürlich morgen hier. Und das war's für heute, Freunde. Hier findet ihr Benny und mich, wie wir uns über die Bayern-Pressekonferenz, sagen wir mal, unterhalten. Und hier immer alle Top 10s, die es so gab. Bis dahin, auf Wiederhören.